Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Wir haben heute Dienstag und die Sonne scheint, der Sommer kommt nochmal zurück. Die nächsten Tage sollen sehr heiß werden. Noch geht es und wir haben noch relativ früh morgens, so kurz vor 10 und ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Deshalb dachte ich mir, drehe ich euch einen Schminki mit einer besonderen Palette. Die habe ich noch nicht ausprobiert, die habe ich auch noch nicht geswatcht. Und zwar habe ich eine neue kleine süße Palette von Too Faced. Diese Totally Cute heißt die. Ja, total süß aufgemacht. Die ist wohl limitiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und an diese Palette bin ich auch nur rangekommen durch die liebe Jana vom Kanal Kellertreppchen. Ich grüße dich mal ganz lieb. Sie hatte mich gefragt, weil sie hatte eine Bestellung gemacht auf, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich meine, es war Sephora.com. Auf Sephora meine ich, ja. Und hatte mich gefragt, ob ich auch an irgendeinem Produkt Interesse hätte, dann würde sie für mich das mitbestellen. Dann habe ich natürlich geguckt und hatte mich sofort verliebt in diese kleine Palette. Ich habe ja schon eine große, diese Chocolate Bar Palette von Too Faced. Und ja, was habe ich jetzt dafür bezahlt? Irgendwas um die 40 Euro rum. Ja, auf Amazon hatte ich diese süße kleine Palette noch nicht entdeckt. Ja, also nochmal ganz lieben Dank, liebe Jana, fürs Besorgen. Die kam in meinem Urlaub an. Also meine Schwiegereltern haben die entgegengenommen, weil ich zu der Zeit gerade im Urlaub war. Ja, und jetzt bin ich ja auch schon eine knappe Woche wieder zu Hause und jetzt habe ich halt Zeit zum Drehen und jetzt packe ich die mal aus. Die ist total süß. Ich habe mich übrigens schon ein bisschen vorgeschminkt, weil ich möchte, ich swatche euch die jetzt. Und dann, wer dann noch Lust hat, kann ja dranbleiben und ich schminke dann ein Augen-Make-up damit. Ja, von hinten sieht sie so aus. Ist in so einem schönen hellen Rosé gehalten. Totally cute. Und von vorne so. Kommt in so einer schönen Verpackung. Sehr stabil. Too Faced und wenn man die aufklappt, sieht das Ganze so aus. Jo, hier haben wir so ein Booklet. How to Glamour Guide. Sweet Steps, also drei Schritte, drei Looks, drei Minuten. Drei Minuten? Naja, ich brauche länger. Ja, und so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier sechs kleine Lidschatten und dann drei größere hier. Die haben auch alle Namen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also die haben alle Namen und ja, ich habe die gesehen auf der Sephora-Seite und war hin und weg, weil ihr wisst, ich mag es gerne nude, aber ich mag es auch gerne bunt. Und die hat halt schon, wenn man guckt, ziemlich bunte Farben. Manche sind sehr schimmrig. Die hier oben, die hier unten, die zwei, die glänzen so ein bisschen. Der hier ist matt und die zwei, Moment, ja, hier oben. Also das ist komplett die matte Reihe und das ist die schimmernde Reihe. Ja, und wenn man hier oben dieses Guide, dieses kleine Booklet rausfummelt, Moment, das mache ich jetzt mal, dann haben wir hier auch noch einen süßen Spiegel. Sehr, sehr praktisch für Reisen. Und ja, also diesen Guide hier, den habe ich mir schon angeguckt. Der ist ganz süß aufgemacht, aber meistens, ich meine so als Anregung, zum Anregung holen, ne? Ice Cream Cutie, Lucky Girl und Totally Cute. Also so drei Vorschläge sind hier, wie man das schminken könnte. Auf der anderen Seite sind dann die Schritte. Jo, das lege ich jetzt aber mal zur Seite. Und jetzt würde ich sagen, also die Chocolate Bar riecht ja nach Schokolade. Hier riecht nichts, also die sind jetzt nicht parfümiert. Ja, dann fange ich mal an mit Ice Cream Cutie. So heißt der große hier. Da gehe ich mal rein. Und der, denke ich mal, ja, der ist wunderbar matt, schön hell, so ein Cremeton. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, ich swatch das mal. Den kann man sehr gut zum Verblenden nehmen oder auch alleine auf dem Auge zum Highlighten, ne? Je nachdem. Universell einsetzbar. Daneben haben wir so ein helles, warmes Orangebraun mit dem Namen Bunny Fufu. Ich weiß nicht, ob ihr die Namen lesen könnt. Jetzt gehe ich mal in diesen hier.
wunderbar pigmentiert. Ich hoffe, ich blende euch jetzt nicht mit dem Spiegel. Und wunderbar matt auch. Ja, das ist so ein Orange, würde ich schon sagen. Aber so ein warmes Orange, nicht so ein knalliges Orange. Chocolate Donut ist dann der daneben. Das ist so ein schönes, kräftiges Braun. Und der ist halt auch matt. Ja, also ich würde sagen, ganz, ganz toll pigmentiert. Und die würden natürlich auch beide zusammen gut harmonieren. Aber ich mische das gleich. Ich schau mal. So, dann haben wir hier den da drunter. Das ist Lucky Girl, der große hier. Und das, der geht so ein bisschen, ja, ihr seht, der schimmert, ne? Moment, ich mache mir mal eben, weil das kann man am besten hier auf meiner doch etwas noch helleren Haut auf meinem Arm besser erkennen. So, und der hier, der ist wirklich, das ist so ein heller Champagnerton, der auch wunderbar pigmentiert ist. Schaut mal. Richtig, richtig schön metallisch. Ohne groben Glitzer. Ja, da ist kein grober Glitzer drin. Dann haben wir daneben Clover und Stormcloud. Also Clover ist der hellgrüne hier und Stormcloud ist so ein dunkleres. Ich gehe mal in dieses hellere Grün. Das gefällt mir. Ah, Wahnsinn. Ich glaube, der hat goldenen Schimmer. Boah. Der ist ja klasse. Ja, und der hat auch das gleiche leicht metallische Finish wie der da drunter. So, und dann gehe ich jetzt in Stormcloud. Der geht so ein bisschen ins Blau, grün-blau. Auch wunderschön, schaut mal. Das ist der Burner. Also die sind schon echt, ich bin hin und weg, ja. Und ich hatte jetzt über diese Palette auch noch gar nichts vorher gelesen und nichts gehört. Dann dachte ich mir, komm Nadine, ne? So, jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich keinen feuchten Lappen hier, ne? Naja, weil die wappen schon ganz gut und das ohne Eyeshadow Base. So, und die letzte Reihe, Totally Cute, heißt der große hier. Der ist heller, ne? Der ist, ja, weiß ist der auch nicht. Der hat ganz, ich weiß nicht, ob die Kamera einfängt, so hellpinken Schimmer. Ganz fein. Vielleicht seht ihr das ja. Ich glaube, so ein bisschen könnt ihr das sehen. Ne, der schimmert, der erscheint weißlich, aber hat so pinken Glow. Klasse. Ja, demnach passt es natürlich auch zu diesen Farben hier, zu diesem schönen Pink. Boah. Und daneben ist Mio. Das ist so ein, ja, dunkles Lila, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich gehe jetzt auch mal in diesen sofort rein. Ja, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz dunkles Lila, Pflaumeton. Wow. So, hier haben wir die drei, die letzte Reihe. Die würden natürlich auch super zusammenpassen, ne? Also eigentlich, ja, kann man drei wunderschöne Looks schminken und noch viele mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die einzelnen Reihen kombinieren soll. Oder, nee, das ist mir zu wenig. Ihr kennt das ja durch meine Lidschattenlottos. Ich fordere mich ja gerne heraus und möchte euch auch so viele Farben wie möglich zeigen. Also, ihr habt jetzt gesehen, die Palette ist wirklich wunderschön zusammengestellt. Wer es gerne auch mal bunter möchte oder auch etwas dezenter, wenn man nur die hellen Farben nimmt. Es ist was zum Verblenden dabei. Ist jetzt zwar kein Schwarzton, wenn man jetzt einen schwarzen Lidstrich sich ziehen möchte, aber ich ziehe mir auch gerne mal einen bunten Lidstrich. Ja, jetzt trinke ich mir noch ein Käffchen und dann zeige ich euch noch was Neues. Ich mache mal erstmal die Palette zu. Also vielen, vielen Dank nochmal, Jana. Ich bin hin und weg, freue mich gleich, die ausprobieren zu dürfen. So, und dann habe ich noch eine neue Highlighter-Palette bekommen. Ja, da war ich total überrascht. Weil es gibt eine ganz liebe YouTuberin, die ist noch nicht ganz so lange hier auf YouTube und die heißt Mrs. Muffin Makeup. Manchmal verdrehe ich gerne den Namen. Moment, ich habe mir extra einen Screenshot gemacht. Ja, ich habe von der lieben Sophie, sie heißt mit richtigen Namen Sophie und ihr YouTube-Name, Kanalname ist Mrs. Muffin Makeup. Ja, und ich war auch schon oder bin mit ihr so ab und zu privat am Schreiben. Ich schaue sie unheimlich gerne. Wie gesagt, sie hat noch nicht so lange ihren Kanal
Und ich weiß nicht, sie hat so eine lustige, sie bringt mich eigentlich in jedem Video immer zum Lachen und zum Schmunzeln. Und ihre Art und Weise, so locker, flockig, das ist einfach total mein Ding. Also ich liebe ihre Videos, kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich werde ihren Kanal verlinken. Schaut mal bei ihr vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Und Sophie bestimmt auch. Ja, und die liebe Sophie hat mich dann überrascht mit dieser Palette. Ja, und zwar ist das von H&M. Habe ich ja leider nicht in meiner Nähe. Und ja, sie hatte in ihren Videos auch schon mal diese Palette gezeigt und schwärmte davon. Und dann hat sie mich einfach überrascht. Das war, glaube ich, kurz bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Ein, zwei Tage vorher kam diese Palette dann an. Ich wusste von nichts, habe mich mega doll gefreut und vielen, vielen lieben Dank nochmal, liebe Sophie. Es ist halt von H&M diese Highlight-Palette. Ja, Sophie liebt auch Highlighter und wie gesagt, ihre Videos. Schaut mal bei ihr rein. Ich denke, das wird euch gefallen. Ja, und das ist der Wahnsinn. Da war ich jetzt auch noch nicht drin. Ich wollte das in Ruhe mit euch genießen. So, ihr seht drei verschiedene Farben. Hier so ein bisschen, ja, so helles Peach, Champagner und einer, der so ein bisschen ins Gold geht. Ist der Burner. Es ist der Burner. Wahnsinn. Schaut mal. Also ich bin hin und weg, ja. Sehr gut pigmentiert und die haben auch so ein leicht mit, ja, doch schon eher kräftiges metallisches Finish und die möchte ich gleich auch mal ausprobieren zum Highlighten. Kann ich mir aber auf dem Auge auch sehr gut vorstellen, vor allem dieser hier, weil der ist so schön warm. Also vom Farbton her, ne? Ja, eine wunderschöne Palette, ich freue mich. Vielen Dank, Sophie. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir jetzt. Also wer jetzt noch Lust hat. Ich weiß ja nicht, ihr könnt mir mal schreiben, welche Paletten besitzt ihr von Too Faced? Die liebe Sophie, das weiß ich durch ihre Videos, mag Too Faced auch sehr gerne und zeigt die auch öfters mal in ihren Schminkies. Und ja, irgendwie werde ich, glaube ich, auch noch ein kleiner Too Faced-Fan. Ja, womit fange ich denn jetzt an? Ach so, eine Eyeshadow Base. Ich habe mich ja schon vorgeschminkt und diese Eyeshadow Base habe ich mir gestern ganz frisch zugelegt. Als ich im DM war, sah ich sofort, Trend It Up hat seine Theke vergrößert. Das ist ja jetzt, glaube ich, in fast allen DMs passiert, würde ich mal sagen. Die P2-Theke ist schmaler geworden, kleiner geworden. Und Trend It Up ist halt ja, doppelt so groß geworden. Und da gibt es halt jetzt ganz, ganz viele tolle Sachen. Ich habe mir einige Sachen zugelegt. Die zeige ich euch in einem anderen Video. Aber diese Eyeshadow Base, ja, die habe ich mir auch neu zugelegt von Trend It Up. Expert Eye Base. Kommt in so einem schönen Glastiegel. Und ja, was anderes steht auch gar nicht drauf, außer Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Made in EU. Jo. Und die habe ich auch noch nicht verwendet. Und ich finde, ich nehme keinen Geruch wahr. Die ähnelt der Eyeshadow Base von Rival de Loup Young und der von Art Deco auch, finde ich. Ich glaube, die hat so ein glänzendes Finish. Wir fangen jetzt einfach mal an. Moment. Ja, und die war auch nicht teuer. Die hat, glaube ich, knapp über 2 Euro nur gekostet. Ich gehe jetzt mal rein mit dem Finger und die ist sehr cremig. Oh Gott, jetzt habe ich bestimmt schon zu viel erwischt. Das reicht bestimmt für beide Augen. So. Sehr cremig. Die von Art Deco ist ein bisschen fester von der Konsistenz. Ich trage mir die jetzt bis unter meinen Augenbrauenbogen auf, vorsichtig. Bisschen in den Augeninnenwinkel. Ja, die hat so fast so ein Finish wie die von Art Deco, weil die von Art Deco in diesem schwarzen Töpfchen. Die riecht so ein bisschen nach Männer-Aftershave, was mich aber nicht stört. Aber die von Art Deco ist natürlich auch um einiges teurer, ne? Jetzt wollte ich die mal hier von Trend It Up ausprobieren. Trend It Up finde ich, das, was ich schon von Trend It Up besitze, finde ich sehr, sehr gut. Und wenn diese Eyeshadow Base gut ist, dann habe ich eine günstige Alternative zur Art Deco Eyeshadow Base, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da sind so ganz, ganz klein, fein gemahlene Partikel drin.
ne? Sehr cremig. Aber sieht man die auf dem Auge? Ja, so ein bisschen, ne? Aber keine abdeckende Base. So, ja gut. Dann widmen wir uns jetzt mal der süßen Too Faced Totally Cute Palette. Und ja, womit fange ich jetzt an? Was benutze ich denn jetzt mal? Ich glaube, ich mache erstmal Folgendes mit dem Zoeva Soft Definer. Mit diesem Pinsel hier. Gehe ich jetzt erstmal einfach hier in den matten, hellen Ton hier oben. Double Scoop heißt der. Den trage ich mir jetzt erstmal komplett auf mein Auge auf. So als Vorgrundierung, weil ich weiß nicht, hier ist halt kein Farbton. Ich könnte mir jetzt den orangefarbenen in die Lidfalte setzen. Vielleicht mache ich das auch gleich. Aber ich glaube, so zum Vorgrundieren finde ich diesen hellen Ton gar nicht verkehrt. Ne? Komplett aufs bewegliche Lid bis hoch zur Augenbraue. Was mir auffällt, die krümeln kaum. Schaut mal, ich war jetzt mit dem Zoeva-Pinsel drin. Ich habe keine Krümel. Das finde ich natürlich ganz, ganz große Klasse. Ich hoffe, die bunten Farben verhalten sich genauso. So, bisschen noch. Also es ist wirklich ein schöner, sanfter, heller, matter Champagnerton. So. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Und oft mache ich das auch so, dass ich das so lasse. Ne? Dann ziehe ich mir noch vielleicht mit einer dunkleren Farbe einfach einen Lidstrich und fertig. So, aber jetzt wollen wir ja ein paar Farben ausprobieren. Ja, soll ich das mal... Ich weiß nicht, ob mir das steht. Dieses Orange hier vielleicht ganz dezent in die Lidfalte. Dann nehme ich den gleichen Pinsel und gehe jetzt in Bummy Fufu, in diesen Orangeton hier. Mit der Spitze des Pinsels vorsichtig ausklopfen und setze ich mir jetzt mal hier, ja, die knallt trotzdem, also die Farben, die sind ja hammerpigmentiert, aber vielleicht seht ihr das mit diesem Zoeva-Pinsel. Oh, ich hoffe, mein Mann geht zum, es hat gebimmelt, ah ja, mein Mann geht, glaube ich, zur Tür. Ich setze mir das auch ein bisschen außen hin. So, bis hier vorne rein zur Innenwinkel vom Auge. Also ihr seht, ne? Hammer pigmentiert. Ja. Naja, mal gucken. Aber ich finde, die lassen sich sehr gut ausblenden. Und ich setze es mir bewusst ein bisschen höher, aber da setze ich, ich glaube, in die Lidfalte kommt eventuell noch was anderes gleich. So. Ja, warum nicht, ne? Interessante Farbe. War das die Post? Ja, danke. So. Ja, ich hatte mir bei Amazon für meine Kamera, mit der ich hier filme, mit der Panasonic, hatte ich mir einen größeren Akku bestellt. Der war immer nicht lieferbar und jetzt gab es den endlich mal. Der hat die doppelte Kapazität, weil die Akkus, die ich hier für die Kamera habe, die halten immer nur so eine Stunde bis maximal anderthalb Stunden und einer schwächelt auch schon, der lässt sich nicht mehr voll aufladen und das müsste jetzt der das müsste der Akku sein für die Kamera hier. Und da dürfte ich dann nicht mal so oft wechseln müssen. Der hält nämlich da angeblich über 3 Stunden. So, okay, lassen wir das jetzt erstmal so. Ich gucke mal hier nebenan in den Spiegel. Doch, also wenn man das so schön ausblendet, blenden ist ja wirklich, wenn man die Zeit hat, sollte man die sich auch nehmen. Und aber ich blende, glaube ich, gleich noch ein bisschen. Ja. Also ich bin nicht so der Orangeträger, aber da das so ein warmes Orange, nicht so ein ganz so ein Bäm Neonorange ist, finde ich das gar nicht mal schlecht. Okay. Haben wir, guckt, die haben minimal gekrümmelt. Seht ihr? Das ist in Ordnung, würde ich sagen. So, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt hier meinen Real Techniques Eyeshadow Pinsel. Das ist dieser hier. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt in dieses schöne Grün.
was so ein leicht goldenes Finish hat. Clover heißt der Grünton, glaube ich. Oh ja. Und den setze ich mir jetzt mal hier erstmal so vorsichtig auf die Mitte. Wow. Boah, der hat ja ein tolles Finish. Ah, gefällt mir sehr gut. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mit der Farbe auch hier vorne in den Augeninnenwinkel und setze mir das erstmal so richtig schön fett aufs ganze Auge. Bewegliche Lid. Ich weiß auch nicht, ich bin gerade so ein bisschen begeistert. Heute Abend ist Chorprobe, wir haben Dienstag. Wir hatten eine kleine Sommerpause. Jetzt geht's weiter, nämlich wir haben ja auch Trödelmarkt. Jetzt kommt das Wochenende und da freue ich mich drauf. Es ist zweimal viel Arbeit, aber mir macht das einfach Spaß, den Trödel zu verkaufen. Und meine Schwester und ich, wir sind immer zuständig für den Elektrostand. Ja, ich hoffe, wir kriegen ein paar schöne Elektrogeräte rein. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oder? Gefällt mir. Das klatschen wir uns mal eben aufs andere Lied. So, das ging jetzt relativ schnell. Also ich bin echt begeistert. Und auch mit dem Real Techniques Pinsel. Schaut mal, ich habe nicht gepustet oder so. Also so gut wie kein Fallout. Und ich glaube auch nicht auf meiner Haut, oder? Ah, hier vielleicht so ein ganz kleiner Krümmel. Ich mag es sehr bis jetzt. So. Was könnten wir jetzt machen? Ja, jetzt habe ich ja schon zwei Reihen benutzt quasi, ne, hier oben. Und den würde ich noch gern benutzen und den. Oh, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Ich glaube, ich nehme wirklich Stormcloud, oder? Würde das, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt dieses dunkle Pink hier in den Außenwinkel setze. Nee, ich nehme Stormcloud, dieses, sag schnell, dunkle Grün-Blau. Das möchte ich mir doch gerne noch außen und vielleicht so ein bisschen in die Lidfalte. Ich weiß es nicht. Ich mache mal mit den Real Techniques Eyeshadow Pinsel so ein bisschen sauber. So, und dann gehen wir jetzt mal in Stormcloud hier, in den. So. Und den setze ich mir mal hier außen hin. Okay. War sehr zaghaft in meinem Töpfchen hier, in meinem Fännchen, aber man weiß ja auch nicht, ne? Wie sieht das aus? Oh, der ist aber schön auch. Und betont auch nicht ganz so doll meine Fältchen, sag ich mal, meine Linien auf dem Lid. Also, das machen ja so metallische Lidschatten ganz gerne mal, ne? Dass die so ein bisschen die feinen Linien unschön betonen, aber ich finde, es geht noch. Ich ziehe es mir ruhig ein bisschen mehr auf mein bewegliches Lid, weil mir der Ton so gut gefällt. Und auch ruhig in die Lidfalte. Oh ja, so die Reste halt so ein bisschen. Zack, zack, zack. Mit der Spitze gehe ich nochmal rein. Kann man gleich nochmal ein bisschen verpuscheln. Aber gefällt mir, ja. Immer so ein kleines Abenteuer, wenn man so eine Palette das erste Mal ausprobiert. Ich könnte mir das Ganze jetzt auch dramatischer nach oben ziehen, so ein bisschen hier außen. Okay, vielleicht so. Ja, ich lasse das mal so stehen und mache mir das am anderen Auge auch so. Wie gesagt, ich wollte gar nicht so viel nehmen von diesem dunklen Grün-Blau, aber ich bin so hin und weg, auch vermischt mit dem Orange, was ich mir ja vorher hier rein in die Lidfalte gegeben habe, finde ich, harmoniert das ganz gut. Man sieht nicht mehr viel von dem Orange, ne? Ich nehme mal so einen Blendepinsel. Moment. Von Real Techniques ist das der Deluxe Crease Brush. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Hier. Das ist so ein fester gebundener. Jetzt gehe ich noch mal in den hellen hier oben. In Double Scoop. Und gib mir noch so ein bisschen unter meinen Augenbrauenbogen. Und dann gehe ich hier über die Kanten jetzt und versuche das schön zu verblenden. Also ich bin wirklich von den Farben sehr angetan.
Ich weiß jetzt nur nicht mit dem Pink. Ich bin ja nicht so ein Pinkträger, aber vielleicht, um leichte Akzente zu setzen. Ne? Also versucht das mal. Seht ihr, dann schwächt sich die Farbe natürlich ab, dieses Blau. Aber ich will das halt nicht so abgehackt haben. Ich glaube, hier hätte ich ruhig noch ein bisschen mehr auftragen können. Jo. Oh, hier habe ich jetzt aber arg hochgeblendet, sehe ich gerade. Oh, das gefällt mir nicht so gut. Immer mein Make-up-Korrekturstift von Alverde. Das gefällt mir nicht ganz so. Ich wollte das nicht so. Naja, egal. Ich gehe nochmal hier drüber. Wartet. Mit dem hellen Farbton nochmal. So. Ja, ich muss damit halt auch noch üben, ne? Also, wie gesagt, wie passen die Farben am besten zusammen und. Aber das gefällt mir schon ganz gut. So, ja. Jetzt haben wir ja schon einiges benutzt, ne? Das Augen-Make-up gefällt mir ganz gut. Wenn ich mir jetzt hier einen Lidstrich ziehe, mit welcher Farbe? Da würde sich ja der Dunkle hier anbieten. Dieses Lila. Oder halt gar kein Lidstrich oben, ne? Also das Pink würde man vielleicht auch sehen, wäre mir jetzt aber zu bunt. Und ich möchte mir nämlich sehr, sehr gerne dieses dunkle Lila hier mit dem abgeschrägten Pinsel, der krümmelt ein bisschen, an den unteren Wimpernkranz erstmal geben. Ja, oh ja. Das ist ein richtig schöner dunkler Pflaumeton. Und ich glaube, das reicht mir dann auch. So, bis hier vorne hin, so ein bisschen ausstreichen, ein bisschen verblenden. Die Kanten hier unten. Ja, das ist auch Wahnsinn. Eine ganz, ganz tolle Farbe auch. Ja, so. Gefällt mir wirklich ganz, ganz gut. Und ich denke, ich lasse das mal wirklich heute so, dass ich am oberen Wimpernkranz jetzt nichts betone. Was könnten wir noch machen? Ja, ich glaube, ich nehme mir von zu Eva so einen abgerundeten Pinsel, die 230, diesen hier, und gehe mal in Shooting Star, in diesen Art Highlighter-Ton. Und den gebe ich mir in den Augeninnenwinkel. Ja. Bisschen noch. So. Ich schreibe euch alle Produkte, die ich auch vorher schon benutzt habe, in die Infobox wieder. Ich habe ja jetzt schon eine BB-Cream abgepudert und Augenbrauen, ne? Also auch den Nagellack, den ich trage, der ist schon seit. Oh. Ist jetzt der fünfte Tag. Vierte oder fünfte Tag vom P2, von der P2 Beauty Voyage LE. Super Nagellack und ihr seht's, so, der hält Bombe. Ist noch nichts abgeblättert. Deshalb habe ich jetzt auch noch keinen neuen drauf. Oh ja, sehr, sehr schöner warmer Champagnerton. Und dann gehe ich jetzt mal in Unicorn, in diesen hier, den ich noch nicht benutzt habe, mit dem gleichen Pinsel. Und setze mir den als Highlight unter meinen Augenbrauenbogen. Mal gucken. So, ganz zart so darunter. Hier könnten wir noch ein bisschen. Ja. Gucken, wie das aussieht. Oh ja, der kommt da sehr gut zur Geltung, finde ich. Hier habe ich ihn jetzt auch drunter gemacht. Finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, die einzigsten Farben, die ich jetzt noch nicht benutzt habe, ist, glaube ich, dieses Braun, wo? Und das Pink. Ja, ich weiß nicht, wo sollte ich mir jetzt das Pink? Ich meine, gut, wir können ja mal Folgendes machen. Ich nehme mir wieder den abgeschrägten Pinsel. Oder habe ich das Braun benutzt? Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Chocolate Donut, ich meine nicht. Ich gehe mal in das Pink. So, und tupft das mal hier drüber. Gucken. Und da sieht man,
Das kommt auch, oh ja, das kommt auch gut, wenn man die beiden mischt. Weil das Pink ist ja auch, ihr habt es ja eben gesehen, am Swatch sehr gut pigmentiert. Jetzt ändert die Kamera gerade leider wieder das Licht. Moment. So. Ja, und ich meine, diesen dunklen Braun, jetzt bin ich mir wirklich nicht mehr sicher, den letzten, den ich noch nicht benutzt habe. Was machen wir denn damit? Da weiß ich jetzt nicht. Ich meine, den könnte ich mir ja mal just for fun vielleicht einfach. Also ich glaube nicht, dass man den. Moment. Ich mache mal meinen abgeschrägten Pinsel sauber, gehe jetzt in dieses. In diesen, wie heißt das? Chocolate Donut hier. Ja. Vorsichtig rein und ich kann es mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob man den hier oben sieht. Oh doch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tatsächlich. Die sind so toll pigmentiert, also man sieht ihn. Aber gut, dass ich das doch noch ausprobiert habe. Klar, auf dem Dunklen hier jetzt hier nicht ganz so krass. Aber man nimmt ihn wahr, ne? Das ist schön. Ja, doch, definitiv. Sehr schön. Gott, dann mache ich das mal eben am anderen Auge. So, habe jetzt hier das Braun noch bis hier vorne durchgezogen und hier auch. Das hätte ich jetzt wirklich nicht geglaubt, dass doch, ja, dass dieses mittlere Braun, dieser wunderschöne Braunton da oben am Wimpernkranz ganz gut rauskommt. Ja, jetzt habe ich alle Farben wirklich benutzt. Hätte ich nicht gedacht, aber so habt ihr jetzt alle Farben mal im Einsatz gesehen. Ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, wie ich hier verblendet habe, aber gut. Ich lasse es jetzt trotzdem mal so. Also ich finde, die Farben haben. Ihr seht es ja, so minim. Oh ja, doch, hier habe ich doch ein bisschen Fallout. Moment. Also ich kann abschließend sagen zu der Palette, ich finde es qualitativ sehr hochwertig. Sie lassen sich gut verblenden, gut auftragen, haben bei mir jetzt kaum gekrümelt. Muss man ein bisschen natürlich aufpassen, aber ja, ich bin hin und weg und freue mich jetzt, dass ich dieses Schätzchen ja, in meinem Besitz habe. Und falls ihr die Palette auch habt, könnt ihr mir ja mal schreiben. Ich zoome euch jetzt mal eben raus. So. Ja, was so ein bisschen dramatisch aussieht, ist jetzt, dass ich dieses Blau-Grün, das hätte ich nicht gedacht, dass das auch so farbintensiv ist, wenn man es ausblendet. Ne, das habe ich jetzt so ein bisschen weiter nach oben verblendet. Aber gut. Ich glaube, hier könnte ich noch ein bisschen, ne? Alle Farben finde ich klasse. Wie gesagt, das Pink, ich bin nicht so ein Pinkträger, aber kombiniert mit diesem Pflaumeton, finde ich, ist das durchaus tragbar und ja, sehr, sehr schön. Was noch dabei war, hier in dem Schächtelchen, sind Aufkleber. Das fand ich auch zuckersüß. Die waren auch noch zusätzlich dabei. Das sind so süße Motive. Ne? Ja, kann man bestimmt gebrauchen irgendwann mal. Ich freue mich jetzt über die Palette. Man muss natürlich überlegen. Ist natürlich, ne? Nicht ganz so günstig, aber ich bin ja auch von der Chocolate Bar schon so begeistert und ich denke, da werde ich lange viel Freude mit haben. Aber von der lieben Sophie, diese schöne H&M Highlighter Palette möchte ich noch ausprobieren. Da nehme ich mir mal meinen Zoeva Luxe Face Focus. So heißt dieser Pinsel. Ich mag ja Zoeva Pinsel sehr, sehr gerne. Ist nicht ganz so teuer und super, super Pinsel. Ja, welchen nehme ich denn jetzt? Sind alle drei so schön, ne? Ich glaube, ich gehe mal in diesen leicht Peach-Ton. Vorsichtig rein. Und trage mir den hier auf meinen Knochen auf. Oh ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel erwischt. Oh oh. Okay. Dann glauben wir heute ein bisschen mehr. Aber finde ich sehr, sehr schön. Ja, sehr, 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 sehr schön. Da werde ich nur lange Spaß dran haben. Jetzt habe ich es mir ein bisschen zu weit unter die Augen gemacht. Ja, aber dann können wir ja auch noch die Nase ein bisschen highlighten. Und dazu nehme ich, glaube ich, den helleren. Nee, nee, den dunkleren hier. Die sind alle drei so schön. Jetzt hoffe ich, dass ich gut ausgeklopft habe. Ich bin jetzt nicht so der Nasenhighlighter. Also, das hatten wir schon mal in einem anderen Video, ne?
Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und dann nehme ich jetzt den anderen noch, den dritten, und gebe mir den hier ein bisschen aufs Lippenherz. Oh, schön. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Kommt in meine Highlighter-Sammlung. Ja, und als Blush, den hatte ich euch in meinem Haul-Video gezeigt von Essence. Dieses neue Matte Touch Blush in der Farbe 20 Berry Me Up. Das habe ich noch nicht ausprobiert und das mache ich jetzt. Ein schönes Blush trage ich mit dem Real Techniques Pinsel auf. Und oh ja, ich muss aufpassen. Die sind nämlich gar nicht mal so schlecht pigmentiert. Ne? Ein schöner Bärenton, so ein heller Bärenton. Das reicht schon. Ja, in der Kamera kommt es ein bisschen knalliger rüber, aber man sieht ihn schon ganz gut. Naja, der soll ja jetzt auch halten. Wir haben noch vormittags und ich möchte gerne so auch heute Abend um 19:30 zum Chor fahren. Nur hier vielleicht noch so ein bisschen. Lässt sich auch gut verblenden, die Farbe. Oh, der Highlighter. Aber Mascara fehlt definitiv. Und noch was auf den Lippen, aber was nehme ich wohl? Ich weiß noch nicht. Schöner Blush. So. Und ich bin gespannt, ob das mein Augen-Make-up den ganzen Tag hält. Weil ich habe jetzt die neue Eyeshadow Base von Trend It Up ausprobiert. Und schauen wir mal eben. Noch ist nicht gecreased, ne? Was ich jetzt vielleicht noch heute Abend mache, ich weiß es nicht. Dieses schöne helle Grün, vielleicht intensiviere ich das noch im Laufe des Tages. Mal gucken. Okay, dann würde ich sagen, tusche ich mir mal eben die Wimpern mit, Moment, so. Und zwar tusche ich mir die Wimpern mit der neuen Essence Mascara, die habt ihr ja gesehen im letzten Haul Schminki, The False Lashes Extreme Volumen Curl. Ist jetzt auch der zweite Einsatz. Das ist ja eine Mascara, wo ich sagen würde, die zermatscht meine Wimpern. Da ist sehr viel Produkt immer an der Bürste. Die ist leicht geschwungen. Und da muss ich noch üben mit. Ist jetzt, wie gesagt, erst der zweite Einsatz an meinen Wimpern. Beim ersten Mal war ich ja eigentlich auch schon sehr begeistert, ne? So. Und ich glaube, mir reicht auch eine Schicht tatsächlich. Seht ihr das? So, also ich finde, man sieht sie sehr gut, sie ist wirklich total gut schwarz. Das Einzige, sie braucht ziemlich lange beim Trocknen, deshalb kann es schon mal passieren. Meine Naturwimpern sind jetzt so normal lang, würde ich sagen. Wer jetzt längere Wimpern hat, ne, da kann das dann hier oben anditschen und dann habt ihr da so ein paar Flecken, die müsst ihr dann hinterher wegmachen. Kann bei mir auch noch passieren, aber ich bin echt, schaut mal. Auch der Schwung. Klasse. Bin begeistert. Doch. So, unten. Und das für kleines Geld. Doch, also ich muss sagen, das P2-Sortiment habe ich mir auch angeguckt. Ne, die Theke ist kleiner geworden. Da sind ja auch ein paar neue Sachen reingekommen. Lidschatten und so. Aber das hat mich alles nicht vom Hocker gehauen. Weiß ich nicht. Nee, Trend It Up hat mich vom Hocker gehauen. Da habe ich mir einiges an neuen Lidschatten mitgenommen und da war auch eine neue LE. Ich denke, das nächste Video wird dann halt der Trend It Up Haul sein, die neue Theke. So, Augeninnenwinkel. So, ja. Schön. Doch, die Mascara hier von Essence. Ich bin begeistert. Ich bin echt hin und weg. Wer es jetzt noch mal ein bisschen dramatischer haben möchte, vielleicht gerade für abends, der kann ja dann noch mal so 2-3 Schichten nachlegen. Ach so, und beim Abschminken ging das auch relativ zügig. Und ich hatte 2 Schichten in dem Video aufgelegt, ne? Okay, ich tusche mal eben das andere Auge fertig. So, jetzt habe ich mir das Auge getuscht und ihr seht, hier war ich ein bisschen unvorsichtig. Habe ich hier so ein paar Dötscher irgendwie. Und hier oben, seht ihr, das ist passiert nicht beim Mascara auftragen, als ich mir unten die Augen getuscht habe, habe ich so weit nach oben geguckt und da sind die oberen Wimpern hier oben dran gekommen an meine Haut und ja, da muss man so ein bisschen dann wegputzen und ja. Aber an sich bin ich sehr begeistert von der Mascara, doch. Ich hoffe, dass sie mir nicht so schnell eintrocknet. Ich hoffe, dass sie, ja,
mich noch lange erfreuen wird. Und für einmal auftragen finde ich das Ergebnis sehr, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, auf den Lippen bringe ich jetzt erstmal nichts, weil ich trinke jetzt noch meinen Kaffee aus und ich denke mal, ich werde dann heute Abend, wenn ich zum Chor fahre, trage ich mir auch nicht Fettlippenstift auf. Aber sowas Dezentes oder einfach nur ein Lippenpflegestift. Ja, ihr Lieben, hauptsächlich ging es mir jetzt auch um diese wunderschöne Too Faced Palette, Totally Cute. Total süß, ich bin begeistert. Und ich bin auch vom Augen-Make-up begeistert. Doch, gefällt mir richtig gut. Und ich werde noch viel, viel Freude, denke ich mal, damit haben. Und viele andere Experimente damit machen. Was heißt Experimente? Ja, man kann ja vielfältig damit arbeiten. Ne? Ihr habt ja gesehen, schöne, bunte Farbkombination, aber mit den hellen Lidschatten oder auch nur mit dem Braun- oder Orangeton kann man ja auch was Dezentes schminken. Und von daher ist das eine tolle Palette. Ja, so. Und der Highlighter von H&M. Ne? Vielen Dank, liebe Sophie. Und schaut bei der lieben Sophie mal bitte vorbei. Wie gesagt, ich schaue sie unheimlich gerne. Eine ganz, ganz liebe YouTuberin auch. Fröhlich. Und bringt mich immer wieder, wenn ich mal down bin, wieder nach oben. Also, ich verlinke ihren Kanal und ja, dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Ich freue mich über euer Feedback. Habt ihr vielleicht von Too Faced eine Palette, die ihr über alles liebt? Weil es gibt ja mittlerweile gerade von diesen kleineren Too Faced Paletten sehr, sehr viele. Ich habe da auch mal bei Amazon geguckt, aber da war ich mir dann nicht so sicher. Aber ja, vielleicht habt ihr da ja noch eine, wo ihr sagt, Nadine, das wäre genau dein Ding. Schau mal nach der und der Too Faced Palette. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Ja, und dann entlasse ich euch jetzt, bedanke mich für eure Zeit, freue mich von euch zu lesen, freue mich auf eure Bewertungen und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.